absolutes Ruckzuckrezept. Und zwar mache ich heute einen Dip bzw. einen Aufstrich aus 1, 2, 3 Zutaten. Mehr braucht man nicht. Wir nehmen den Dip wahnsinnig gerne her zum Dippen von Gemüse. Ich habe hier jetzt gleich mal was hergerichtet und zwar zweimal Paprika, eine rote, eine gelbe und Karotten. Aber auch mit so Cracker ist dieser Dip mega lecker. Einfach auf Cracker drauf oder einfach so zum Eidippen. Ich sag's euch, mega, mega lecker. Aber auch aufs Brot sehr lecker. Also anstatt einem Frischkäse nehmt ihr euch diesen Aufstrich bzw. Dip. Er schmeckt einfach köstlich. Ihr braucht dazu einen Schmand, ein bisschen vom Knoblauch, Olivenöl und das Gemüsegewürz. Ja, Gemüsegewürz ist nicht nur für Gemüse zum Würzen, sondern da könnt ihr wunderbar auch Dips machen. Und ich zeige euch jetzt, wie ich den mache. Aber davor lese ich euch natürlich wieder vor, was in unserem Gemüsegewürz alles drin ist. Weil für die, die das nicht haben, die können sich ja selber eine Mischung aus folgenden Zutaten machen. Und zwar Salz, Knoblauch, Chili, Tomaten, Zwiebel, Pfeffer, Petersilie, Paprika und Oregano. Mehr braucht man nicht. Ich habe mir jetzt schon mal eine Schüssel hergerichtet. Da kommen jetzt 150 Gramm Schmand hinein. So, den habe ich schon mal drin. Dann geben wir, wie gesagt, einen Schluck vom Knoblauch Olivenöl dazu. Wenn ihr es jetzt nicht so knoblauchig haben wollt, gebt einfach einen Schluck vom normalen Olivenöl dazu. Das macht jetzt einfach ein bisschen cremiger. Und dann kommen wir auch schon zum letzten, und zwar zum Gemüsegewürz. Da nehmen wir jetzt von den Holzlöffeln, ich gebe ja wahnsinnig gern die Angaben in Holzlöffeln an, geben wir zwei Holzlöffeln hier dazu. Dann wird das Ganze einfach nur verrührt. Selbstverständlich könnt ihr das jetzt auch im Thermomix machen, aber Leute, schaut her. Ruckzuck ist er auch schon fertig, da schmeiße ich jetzt der Thermomix nicht an. Ja, und wie gesagt, ruckzuck ist der Dip auch schon fertig. Den Dip habe ich mir jetzt umgefüllt und gebe jetzt vom Gewürz oben auch noch ein bisschen drüber, so als Deko. Und schaut euch das einmal an, wie lecker das jetzt aussieht. Also das sieht doch jetzt schon mega, mega lecker aus und wie gesagt, nicht nur zum Dippen ist es geeignet, sondern auch sehr, sehr lecker auf dem Brot. Das war jetzt wirklich ein absolutes Ruckzuck-Rezept. Probiert es unbedingt aus und es schmeckt einfach so, so lecker. Wie ich es gemacht habe, schreibe ich euch selbstverständlich wieder unter das Filmchen in die Infobox. Dann würde ich mich auch schon verabschieden von euch. Oh, mir hängt eine Karotte jetzt. Macht es gut. Bis ganz, ganz bald. Bleibt mir gesund. Eure Ruckzuck Manu.